Danke. Anke. Tja Leute, wenn ihr den kleinen Witz verstanden habt, dann seid ihr schon ein bisschen älter und habt damals die Wochenschau gesehen. Aber heute geht es um eine andere Anke, nämlich um die Anke mit 2N. Und die liefert hier eine smarte Indoor-Überwachungskamera, die HD Smart Wireless PT Camera, die man auch neigen und drehen kann. Und die schauen wir uns heute mal an, oder? Ist doch immer mal interessant, so eine Kamera zu testen. Und die werden wir jetzt hier mal ganz entspannt gemeinsam einrichten und schauen mal, was die Kamera so taugt, wie sie aussieht, wie die App funktioniert und natürlich auch, wie die Bildqualität ist. Nicht zu vergessen, Bildqualität immer eine wichtige Sache. Dann haben wir einmal den Quick Start Guide, ganz klar, das braucht man. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier, eine Befestigung. Sieht aus wie eine Wandhalterung, dass man das Ding hier an die Wand schrauben kann. Und dann könnt ihr hier irgendwie noch die kleine Anke-Kamera, da ist das Teil weg. Also dann könnt ihr da noch die Kamera dran befestigen und dann in einem gewissen Winkel dann irgendwie aufstellen. Ja, wirkt jetzt ein bisschen plastikgünstig, will ich mal sagen. Dann haben wir hier einmal das Stromkabel. Das ist USB-A auf Micro-USB. Ganz normal, aber in einer ordentlichen Länge, wie es aussieht. Dann habe ich hier noch ein Kabel. Das ist ein Ethernet-Kabel, ein Flachband-Ethernet-Kabel. Okay, dann haben wir einmal hier unser Stromadapterteilchen. Also schauen wir mal, was der hier liefert. Wo steht's denn? 5 Volt und 1,2 Ampere Output. Also ein 6 Watt Netzteil. Okay, und dann haben wir nochmal Dübel und Schräubchen, um das Ding hier dran zu schrauben. Aber das richtig Interessante ist hier noch in der Packung drin, nämlich die Kamera. Und ich finde echt interessant, dass die einen Ethernet-Anschluss hat. Also geht das dann auch direkt, wenn man es per Kabel an den Router verbindet und nicht nur über WLAN, wie sonst üblicherweise. So, da haben wir die kleine Anke-Kamera und er sieht schon irgendwie niedlich aus. So ein bisschen wie so ein Droide. Aber ich will hier nicht abweichen. Stellen wir das Ding mal hin, packen hier die ganze Verpackung mal zur Seite und schauen mal, wie wir den kleinen Kerl hier zum Leben erwecken können. Nochmal hier auf die Rückseite. Klar, Ethernet-Anschluss, Micro-USB-Anschluss. Hier kann noch eine kleine SD-Karte rein. Und dann haben wir hier noch einen Reset-Button. Und dann können wir loslegen. Aber der wird ja wohl nicht nur hier über Kabel funktionieren. Ich bin wieder sehr gut vorbereitet. Man sieht schon, ich schaue mal schnell in die Anleitung rein. Ich habe jetzt mal kurz nachgelesen, natürlich geht es auch über WLAN. Ich habe jetzt hier schon mal ein USB-Käbelchen angeschlossen und die Sensoren, die sind hier auch schon am Leuchten. Hier sieht man diese Infrarotlichter für die Nachtsichtfunktion. Oben drüber haben wir nochmal, was war das noch, den Lichtsensor, das Objektiv. Dann hier unten haben wir ein kleines Mikrofon und dann den Lautsprecher. Moment, dafür muss ich drehen, den haben wir hier an der Seite. Und ich stelle die kleine Kamera jetzt mal hin. Der ist hier sich so ein bisschen am Ausnivellieren, dreht seinen Kopf und ja, während er das macht, gehen wir einfach schon mal in den App Store, denn wir müssen natürlich noch eine entsprechende App runterladen, damit das Ganze hier in Betrieb gesetzt werden kann. Also wir gehen in den App Store und die App, ja, guten Tag, da hat er sich kurz gemeldet und die App nennt sich MyAnke, also einmal runterladen. Da haben wir sie, MyAnke-App, einmal öffnen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man auch hier wieder ein Benutzerkonto anlegen möchte. Mitteilungen? Nein, danke. A new experience, please follow the app prompt, quick start, guide, bla bla bla. E-Mail-Binding, Kameraserie. Okay, wir legen direkt mal los und ich muss natürlich mich erstmal hier registrieren. Ja, wie das immer so ist. Nervig. Wobei ich sagen muss, das ging jetzt ganz ohne E-Mail. Also das hat ganz gut geklappt. Also einmal hier anmelden und dann können wir wohl auch direkt weitermachen. Es ist keine Kamera verbunden. Klicken Sie auf Plus, um eine Kamera zu verbinden. Klar, mache ich doch sofort. Wir müssen auswählen die PTZ-Kamera und dann geht es hier auch mal in den Modus. Wir müssen jetzt hier einen QR-Code scannen. Der QR-Code ist hier auf der Unterseite von der Kamera. Und wurde jetzt hier erfolgreich gescannt. Ich gehe auf Hinzufügen und dann können wir, hier können wir aussuchen, ob wir über WLAN verbinden oder über das Ethernet-Kabel. Und damit die WLAN-Verbindung funktioniert, muss ich jetzt hier hinten auf der Kamera die Reset-Taste einmal drücken. Und da beginnt die Kamera auch mit uns zu sprechen. Okay, das Gerät ist offline. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, sind die IR-Lichter an. Bitte warten Sie ungefähr 60 Sekunden lang, bis die IR-Lichter ausgehen. Hören Sie Wassertropfen hören.
Hören Sie Wassertropfen hören. Okay. Zeigt an, dass das Gerät gestartet wurde. Okay, das haben wir doch alles schon hinter uns. Reset-Taste haben wir auch. Die Sprachnachricht haben wir auch schon gehört. Weiter geht's. Jetzt müssen wir einmal hier das WLAN-Passwort einstellen. Und dann gibt es hier noch den Hinweis, keine Unterstützung für 5G-WLAN, also nur 2,4 GHz wird da unterstützt. Passwort ist drin, wir drücken auf Weiter. Ja, das klingt nach 80er Jahre Science Fiction. Okay, also ich habe das jetzt mal so stehen lassen. Die Töne hier, die kommen übrigens aus dem Smartphone raus, nicht aus der Kamera selbst. Sehr strange. Naja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Das ist ja strange. Also das hier war gar kein Effektton, sondern mit diesem Ton soll das Passwort für das WLAN wohl irgendwie hier akustisch übertragen werden. Man soll es nämlich hier an die Kamera halten, da mit dem Lautsprecher. Und ja, man sieht schon, es hat hier jetzt nicht funktioniert bei mir. Sehr merkwürdig. Also man lernt doch immer wieder was Neues kennen. Da wird das hier per Morsecode quasi hier akustisch rübergefunkt. Aber ich probiere es jetzt noch einmal, ob es dann auch funktioniert. Das wäre ja wichtig. Okay, jetzt ist beim zweiten Mal die App während des... Ja, ist ja gut. Jetzt ist beim zweiten Mal hier die App einfach abgestürzt während dem Gepiepe. Puh, also hab schon bessere Erfahrungen gehabt hier beim Einrichten. Also ich probiere es einfach noch einmal ganz von vorne. Möglicherweise habe ich den Fehler gefunden. Man muss hier noch manuell den Namen des WLAN-Netzwerkes einstellen. Okay, probieren wir es einfach. Ich gehe nochmal hier auf Fertig und auf Weiter und dann fängt es an zu piepen. Hat wieder nicht funktioniert. Also, keine Ahnung, ich krieg's hier irgendwie nicht verbunden mit dem WLAN. Was machen wir denn da? Probieren wir einfach mal die LAN-Verbindung aus. Also das hier ist echt eine cheesy Art und Weise, wie das hier verbunden werden soll. Also liebe Leute von Anke, kommt mal hier in den moderneren Zeiten an. Das hier ist ja, als würde man das Ding 1999 einrichten wollen. Okay, also ich schnapp mir mal hier das lange LAN-Kabel, das dabei ist. Und dann schließe ich das mal an meinen Router an. Mal sehen, ob wir dort etwas mehr Glück haben. Sie sagen auch in der Anleitung, das ist die stabilste Möglichkeit, die Kamera anzuschließen. Ja, vielleicht auch die einzigste. Also, probieren wir es mal mit Kabel. Gut, wir sind umgezogen, denn so lang war das Kabel dann doch nicht bis zum Schreibtisch. Also hier hinten sieht man, das LAN-Kabel ist angeschlossen. Es blinkt auch schon lustig vor sich hin. Also müsste das doch jetzt hier endlich mal klappen. Oh, ist das hier ein Kabelsalat. So, also gehen wir nochmal rein in unsere schöne Anke Go App und fangen noch mal ganz von vorne an. Also einmal hier auf Plus hinzufügen, PTZ Kamera, dann noch mal den Code scannen, auf Hinzufügen gehen. Wieso muss ich jetzt hier ein Gerätepasswort eingeben? Boah, ich werde noch verrückt. Also ich starte noch mal von vorne. Von wegen von vorne starten. Ich habe jetzt einfach hier abgebrochen und ich hätte noch ein Passwort eingeben können. Aber die Kamera scheint hier schon verbunden zu sein. Man sieht hier zumindest mal ein Bild. Schauen wir mal. Mai Anke möchte auf das Mikrofon zugreifen, sage ich mal okay. Und dann sagt er uns noch, wie wir hier hin und her wischen können. Ja, ist gut. Und wir haben ein Bild, Freunde. Ist ja Wahnsinn. Also ich schiebe die Kamera mal ein bisschen hier rüber, gehe mal ins Querformat rein und dann müssten wir sie ja einfach so steuern können durch hin und her wischen. Ich probiere das mal ein bisschen. Einmal rechts. Einmal nach links. Ja, komm, dreh dich. Ja, geht ein bisschen. Ja, es ruckelt ein bisschen. Aber es funktioniert. Komm, jetzt Köpfchen nach oben. Mein Gott, der hat aber eine Zeitverzögerung. Okay, aber jetzt kann man es sehen. Ja, es klappt, aber hab schon Besseres gesehen von der Verzögerung. Also da habe ich schon Dinger gehabt, die waren einfach nur im WLAN drin und gingen doch ein ganzes Eckchen flotter. So, nochmal ein bisschen hier auf mich drauf und jetzt, ach, schon wieder zu weit. Nochmal zurück bitte. So, jetzt bin ich drauf. Wunderbar, also da haben wir die Kamera. Ich zeige euch mal hier kurz das Bild. Wir können natürlich auch reinzoomen, hallo, aber ganz ehrlich, so richtig dolle finde ich das Ganze hier ehrlich gesagt nicht. Wir können natürlich auch hier die Gegensprecheinrichtung nutzen. Ich schalte mal kurz das Mikrofon ein, es wird eine böse Rückkopplung geben, aber
Wir hören mal rein. Ja, da ist die Rückkopplung und vor allem, ich probiere mal hier das mit der Sprache, ob man das auch gut hört. Gedrückt halten, um zu sprechen. Probieren wir mal die Funktion aus. Hallo Leute, jetzt hört ihr mich gleich aus dem Mikrofon. Ja, es geht. Also es ist gut genug, dass man was verstehen kann, aber die Klangqualität ist jetzt hier nicht gerade atemberaubend. Man kann natürlich auch noch mal ein paar Fotos machen. Direkt hier raus, Foto wird erstellt und wird dann auch hier gesichert und man kann auch Videoaufnahmen hiervon erstellen. Gucken wir noch kurz der Vollständigkeit halber mal in die Einstellungen, in die Settings rein. Wir können Gerätenamen vergeben, Update machen, Passwort einstellen, die Aufnahmen machen. Wir können das Ganze auf Micro-SD-Karte speichern. Ich habe jetzt keine reingelegt und ja, ein Cloud-Speicher steht auch zur Verfügung, würde ich aber eher nicht nutzen. Das landet ja alles doch irgendwo auf einem Server in China, da kann man drauf verzichten. Und hier kann man nochmal die Bewegung einstellen, dass der dann auch empfindlich reagiert und sich dann auch hier an Bewegungen orientiert. Mobiles Tracking, das ist noch interessant, das müssen wir noch ausprobieren. Ich speichere direkt mal und die Kontrollleuchte, ja, die können wir auch ein- oder ausschalten. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob der wirklich hier auf Bewegungen reagiert, wenn ich jetzt da reingehe. Also hier nochmal ins Querformat. Ich halte mal meine Hand davor und, oh, in der Tat, schaut her, ja, er folgt meiner Hand. Also, mal ein bisschen runtergehen. Nee, jetzt hat er sie verloren. Jetzt hat er mich gefunden dafür. Und wenn ich dann mich ein bisschen bewege, ja, also, ich sag mal so, ja, er folgt schon. Gehen wir noch ein bisschen nach oben. Also rechts und links, das funktioniert gut, aber dann hier das nach unten schwenken. Gott, wie zeige ich das denn jetzt hier? Also ich schwenke mal hier nach unten. Das will er irgendwie nicht so wirklich. Aber so das rechts und links, das Ganze im Auge behalten, das macht er schon einigermaßen. Auch wenn er ein bisschen hier nervös reagiert, unsere kleine Anke-Kamera. Tja Leute, eigentlich will ich schon gar nicht mehr viel mehr dazu testen. Wenn ich hier schon gar nicht ins WLAN reinkomme und diese merkwürdige Piep-Verbindung habe, um hier das WLAN zu koppeln und das funktioniert auch beim vierten Anlauf nicht, gibt das von mir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Daumen runter leider. Die Verbindung über LAN, die hat allerdings problemlos funktioniert und ich würde sagen von der Bildqualität, ja, ist in Ordnung, kann man machen. Es ist eine 1080p Kamera, die hier schwer nervös, keine Ahnung, was sie genau verfolgt, mein Gesicht oder was auch immer. Naja, sie scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ah, eine Sache noch. Eine Sache testen wir natürlich noch. Und zwar den Nachtmodus mit Infrarot. Ich mach mal dunkel hier. So, Freunde, jetzt ist hier schön dunkel. Man kann sehen, dass hier die Infrarotlämpchen auch an sind bei der Kamera. Ja, kann man wunderbar sehen, die Infrarotscheinwerfer. Und dann haben wir hier auch ein entsprechendes Bild, ein Infrarotbild. Und ja, das sieht gut aus. Also hat eine gute Ausleuchtung, das Ganze. Kann man gut machen. Und er folgt dann auch noch hier immer der Bewegung, auch im Dunkeln. Wenn ich hier mit der Hand ein bisschen hin und her wedle, das geht in Ordnung. Aber so insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich hier nicht so begeistert. Da habe ich schon bessere Kameras getestet und kann hier nicht wirklich eine Kaufempfehlung abgeben für die Anke-Kamera. So leid es mir tut. Die ist einfach etwas unausgereift, komische Art und Weise, das WLAN zu koppeln, was nicht funktioniert hat. Und insgesamt der Verfolgungsmodus, der wirkt ein bisschen sehr, naja, sehr nervös. Die Materialien wirken auch so ein bisschen, ich sag mal, von der günstigen Seite. So, nochmal Licht an und dann wird umgeschaltet auf den normalen Modus. Also ganz ehrlich, nee, investiert euer Geld lieber in eine andere Kamera, wenn ihr sowas sucht. Ich habe schon einige getestet, könnt ihr gerne mal in meiner Playlist hier unten nachschauen, unter den ganzen Smart Home Geräten. Und es war dennoch mal eine interessante Erfahrung, hier so eine kleine Kamera von Anke mal zu testen. Und ich weiß jetzt, das ist leider nicht so ganz das Wahre. Aber auch daraus werden wir schlauer, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MiApple Cat. Macht's gut.